Willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem 27. Spieltag der Oberliga Nord am heutigen Muttertag. Das hat aber für das Spiel heute nicht zur Sache getan, aber trotzdem will ich es nicht unerwähnt lassen. Unsere Gäste heute vom SV Lichtenberg 47, ich begrüße herzlich den Trainer Uwe Lehmann und natürlich unseren Trainer Jörn Schulz. Endstand 0:2, der Tabellenführer gewinnt hier bei uns in Stendal und das Ganze fand statt heute vor 361 Zuschauern. Und ich möchte gleich beide Trainer bitten, zu diesem Spiel ihre Meinung hier abzugeben. Und wir beginnen bei unserem Gästetrainer. Ja, vielen Dank erstmal und hallo in die Runde. Ja, ich denke, das Spiel war sicherlich kein Leckerbissen heute. Hat man schon gemerkt, dass beide Mannschaften ordentlich in die Zweige gegangen sind. Wenig Platz auch am Ende. Denke ich, war der Sieg in Ordnung. Ich denke, dass wir erste Halbzeit sehr gutes erstes Tor machen mit einer sehr guten Verlagerung, dann direkt in die Mitte gegeben, direkter Abschluss. Das erste Tor ist schon sehr gut rausgespielt, qualitativ. Dann auch in einem Tor gemünzt. Das zweite Tor ist ein Standard, auch der ist qualitativ sehr hochwertig. Das heißt, Grüneberg, ich glaube, 120 km/h Eckball und Heuwitz schmettert ihn in die lange Ecke. Dann haben wir ein bisschen Pech, dass der Torhüter zweimal gut hält noch. Ansonsten war es ein relativ zähes Spiel, relativ eng, auch in den Räumen. Ich denke, Stendal Räume gut verengt und haben ja auch in den letzten Wochen Ergebnisse schon gebracht. Das heißt, das wussten wir vorher, das ist schwierig, wird körperlich auch sehr ordentlich dabei. Hattet ein, zwei Drangphasen in beiden Halbzeiten. Erste Halbzeit so 5 bis 8 Minuten, wo wir ein bisschen unter Druck geraten sind, aber so richtig gefährlich wurde es aus meiner Sicht nicht. Hinten raus hätte ich mich gefreut, wenn man noch früher das Dritte gemacht hätte. Ich denke, auch da Chancen hatten wir. Auch da hat Holter zweimal, glaube ich, sehr gut gehalten, beziehungsweise dann auch nicht von uns gut zu Ende gespielt. Für uns sehr, sehr wichtig, brauche ich nicht erklären, glaube ich, dass wir hier heute das geschafft haben. Basis ist bei uns immer das Verteidigen, das heißt Grundordnung, Zweikämpfe führen, wenig zulassen. Haben wir geschafft, freuen wir uns sehr. Grandiose Sportanlage. Wer den DDR kennt, wer das nicht weiß, also für den Oberliga-Sportler herausragend toll. Gibt es auch deutlich andere Gegebenheiten in der Oberliga. Insofern drücke ich die Daumen für die letzten drei Partien. Ich denke, wir können Druck machen, aber es ist ja möglich, was noch da ist, und drückt euch die Daumen, dass ihr in jedem Fall die Klasse haltet. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich nicht im nächsten Jahr. Dankeschön. Ja, ich gebe gleich weiter. Schulter, deine Einschätzung. Ja, erstmal natürlich mein Glückwunsch an Lichtenberg und meinen Trainerkollegen. Ich denke, am Ende war es ein verdienter Sieg von Lichtenberg. Wir hatten uns dennoch viel vorgenommen. Ich glaube, dass wir uns in den letzten Wochen sehr viel Selbstvertrauen erarbeitet haben, gute Ergebnisse erzielt haben, in Lüersdorf jetzt auch gewonnen. Und also wir wollten uns nicht verstecken. Wir wollten schon versuchen, mit Ball Fußball zu spielen und gegen den Ball natürlich auch eklig zu sein, dran zu sein, Räume eng zu machen. Ich denke mal, es ist uns ganz gut gelungen. Aber allein das 1-0, das zeigt natürlich, was da für eine Qualität in dieser Mannschaft ist, wie der den Ball über 30 Meter schlägt, der andere ihn annimmt und sofort ins Zentrum spielt. Da kann ich auch im Grunde auch gar keinen großen Vorwurf an meine Mannschaft machen. Das ist einmal stark gemacht, das muss man auch mal erkennen. Dann hat Lichtenberg dieses für uns zum unglücklichen Zeitpunkt, in der 42. Minute, wo wir im Spielaufbau diesen Fehler machen. Dann hält Lukas nochmal stark und dann kommt die Ecke. Wie willst du die verteidigen? Und von daher, mir war wichtig in der Halbzeit, da haben wir drüber gesprochen, dass wir das Spiel jetzt nicht abschenken, dass wir weiterhin versuchen, dass wir weiterhin positiv sind. Einfach um dieses Gefühl mitzunehmen für nächste Woche. Wir haben jetzt ganz, ganz wichtige Spiele in Wismar und Malche zu Hause. Wir haben es immer noch in der Hand. Ich habe gesagt, dass wir von Anfang an, seit dem ersten Spieltag in der Rückrunde, dass wir, wenn wir es schaffen, bis zum letzten Spieltag um die Klasse zu kämpfen, dass es ein Riesenerfolg ist. Ich glaube, die Jungs haben jetzt unwahrscheinlich viel in den letzten Wochen gearbeitet und die müssen sich jetzt einfach belohnen. Wir müssen irgendwie die Klasse halten, dafür werden wir alles tun. Heute gehen wir als Sieger vom Platz, aber ich glaube, dass nicht die Zuschauer enttäuscht nach Hause müssen. Wir haben versucht, das, was in unseren Möglichkeiten ist, reinzuhauen. Das sind nun mal die Basics, dieses Kämpfen, dieses Verteidigen, dieses auch mutig sein mit Ball. Das haben die Jungs gut gemacht und da mein Lob. Und wir haben jetzt wichtige Wochen vor uns, das heißt, die Köpfe freikriegen. Und Lichtenberg wünsche ich für nächstes Jahr alles Gute. Ja, danke Trainer, du hast es wie immer treffend formuliert. Ich denke mal, das Spiel heute oder die Niederlage heute, die war sicherlich für den einen oder anderen schon, ich will nicht sagen eingeplant, aber noch verknüpfbar, denn die drei Spiele, Anker Wismar, Malche und Blau-Weiß Berlin, das sind die wichtigen, entscheidenden, die jetzt noch vor uns stehen. Okay, dann gebe ich gleich an die Vertreter der Presse für Fragen. Entschuldigung, wie hoch war denn das Risiko heute,
Hast du ja schon gesagt, war ein Risiko mit Schubert und Kühn, der Einsatz? Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich wollte heute auch nicht das Spiel gegen Lichtenberg verlieren. Ja, also deshalb war ein hohes Risiko. Und das ist am Ende ist es auch, kann man sagen, es ist nicht aufgegangen. Und das ist ja meine Schuld. Und ich sag mal so, aber die Jungs sollen ja mutig sein. Und wenn im Spielaufbau so ein Ball passiert, dann ist das nicht gut. Und ich meine eher von der Verletzung her. Als ja, das ist. Nee, ach, der hat jetzt Woche trainiert, der kann es also, ab. Ja. Aber es war schon ein Risiko, dass der. weil er überhaupt nicht im Rhythmus ist. Ja, das hat man natürlich auch gesehen, dass Schubi heute nicht so in dem Spiel war wie in den letzten Monaten. Und von daher, aber gut. Ja, ist das so? Jetzt müssen wir Augen zu und durch. Es war ja heute ein ganz brutales Spiel, wenn ich das so gesehen habe. Wir haben 9 gelbe Karten. Das ist ein Wahnsinn, was dort gepfiffen wird. Ich sage es mal ganz ehrlich, wegen Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, am Schiedsrichter mag es nicht, dass ihr gewonnen habt und dass wir verloren haben hier in Stendal. Ja, aber sagen wir mal, seid ihr schon durch als Lichtenberg? Wenn ihr das vorgestrige Ergebnis seht von TB, haben verloren gegen Lüdersdorf. Wir waren alle Schockstarre. Wir haben gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Ja, und du spielst ja nun nächstes Wochenende gegen sie, ne? Ja. Ja, und da könnte er den Meister klar machen, wenn ich mir nicht so. Seht ihr doch so, ja, aber? Also faktisch ist das so. Tennis Bosa muss bei uns gewinnen nächste Woche. Dann dürfen wir auch gegen Strausberg und auch gegen Herder 6 nicht gewinnen. Ja, für uns ist es genauso eine Schockstarre, in dem Fall leider eine positive, für euch eine negative. Also die Oberliga dieses Jahr, ich bin jetzt im 6. Jahr, ist sehr ausgeglichen. Jeder kann auch fast jeden schlagen. Da sind heute auch wieder Ergebnisse bei. Ich glaube nicht, dass da so viele auch mit dem Großteil rechnen. Und hinten raus muss man halt gucken, dass man seine Sachen sauber zu Ende kriegt. Am Ende ist es für uns sowieso, wir sind lieber das Maß, trainieren 3 oder 4 Mal die Woche und sind so in dieser Gruppe gewachsen, dass das möglich ist, aber im Normalfall. Musst du ein ganzes Jahr so spielen wie wir, dann darfst du vielleicht mal schnuppern. Ja, ich würde auch sagen, ja, spielt doch fast das ganze Jahr so. Ich habe euch schon 10 Mal beobachtet, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von der FUVO ja aus Berlin. Ja. Und wenn ich eure Abwehr alleine sehe hinten drin, also das ist ja eine Sache für sich, ja, wie stark die sind. Der Vorteil ist, wenn man lange als Trainer irgendwo ist, dass man an gewissen Sachen schrauben kann, wenn man denn darf. Und bei uns war der Fokus dieses Jahr, dass wir uns defensiv noch mehr verbessern müssen. Offensiv waren wir schon immer gut. Zumindest für die ersten 3, 4, 5 Plätze. Aber defensiv ist das, was meine Mannschaft bisher macht, herausragend. Auch bei Standards wenig zu bekommen, wenig anzubieten und Schiedsrichterleistung, Sie haben es angesprochen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe in der Halbzeit mit ihm kurz gesprochen, habe ihn gefragt, warum man nicht bei den ersten 2 Situationen schon durchgreift. Das war 2-mal gegen unseren Fiegen in dem Fall. Da wartet er bei der ersten, gibt keine. Die Jungs belohnen ihn nicht oder ist ja normal im Fußball, dass du dann trotzdem weiterspielst. Und am Ende pfeift das dann aus meiner Sicht brutal Fleisch in alle Richtungen. Und dann gibt es Karten für nix, dann gibt es mal wieder offene Sohlen. Also weiß nicht, wie ihr das seht, aber wir haben es in den letzten Wochen echt, es ist schwierig. Ich glaube, das war heute eigentlich kein überhartes Fußballspiel. So, also da war jetzt nichts, wo ich sage, das war nah an der Körperverletzung. Das Problem ist, dass du da auch Spiele mit entscheiden kannst. Weil dann ein Spieler eben nicht hingeht richtig, obwohl er sonst keine Karte schon hätte und. Und ich weiß nicht, wie euer Eindruck ist, aber selbst wenn man mit ihm spricht, ist so, Feedback ist halt eigentlich auch. Spieler bei euch mit Gabe, so die eigentlich gar nicht dafür da sind, dass sie ihre Karten kriegen. Nee, Grüneberg ist ein schönes Beispiel, der unterbindet erste Halbzeit einen Konter, also will es, weil er trifft den nicht mal, kriegt auch gelb, ist berechtigt, aber wenn er halt das Jahr nicht faul ist, dann sieht das so aus wie bei uns. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, wir sind, glaube ich, ja, wir haben jetzt auch Platz 1 für Playwertung und so richtig was davon haben wir auch nicht. Und dass man ein bisschen Zeit von der Uhr nimmt, ist glaube ich auch normal, ist in beide Richtungen okay. Aber das können Sie auch unterbinden, wenn Sie wollen. Jo. Ich habe eine Frage an Herr Schulz. Sie haben gesagt, dass das Selbstvertrauen sich zurückgeholt wurde. Daher, wie gut ist es auch vielleicht, dass man heute nicht unter die Räder kam, so wie der Gegner Wismar, zu dem man jetzt fährt. Dass man eine anständige Leistung heute gezeigt hat und gegen den Tabellenführer nur 0-2 verloren hat und auch sogar Möglichkeiten hatte. Naja, verlieren tut immer weh. Ja, auch wenn du hier zu Hause gegen Tabellenführer spielst, ist ja immer auch was drin. Ja, und man darf nie vorher ein Spiel abschenken. Das versuche ich den Jungs auch so zu vermitteln. Aber sie haben recht, das ist wirklich so, dass wir
ich denke mal, auch aus gestärkt aus diesem Spiel rausgehen können. Wir haben auch wieder positive Sachen gemacht, die gut waren. Und die müssen wir jetzt mit rübernehmen in die letzten beiden Spiele. Und ja, ich hoffe, dass wir uns am Ende dafür belohnen. Und die Jungs, die ich nach dem Spiel gesprochen habe, hatten auch gesagt, wir haben es eigentlich noch selbst in der Hand und es ist nichts verloren, nur es fiel immer wieder dieses Wort, wir haben wieder ein Endspiel, wieder ein Endspiel. Wie belastend ist das auch für Sie als Trainer, weil das ja jede Woche das wiederholende Szenario eigentlich ist? Ja, ich sag mal so, das haben wir ja mit dem ersten Rückrundenspiel hier gegen Starken gehabt. Ich glaube, da hatten wir 11 Punkte und Starken hatte 14. Wenn wir das verlieren, dann ist ja generell hier in der Region so, wenn du ein Spiel gewinnst, dann bist du fast aufgestiegen und verlierst du ein Spiel, kloppen alle drauf. Also uns, also mich lässt das kalt. Und ich versuche da schützend mich vor meine Jungs zu stellen, weil am Ende ist nur wichtig, was wir auf den Platz bringen und was wir in der Trainingswoche machen. Jetzt müssen sie sich belohnen und ich denke, dass die Mannschaft, wenn sie so auftritt wie in den letzten Wochen, auch in die Oberliga gehört. Check. Okay, dann die abschließenden Worte. 3 Punkte bis Tabellenplatz 10. 3 Spiele sind noch vor uns. Wir packen das. Lokschen erlebt. In Richtung Lichtenberg sagen wir als guter Gastgeber alles Gute für nächste Woche vor allen Dingen und dass es dann auch umgesetzt wird, euer Aufstieg. Vielen Dank. Gute Heimfahrt. Alles Gute. Ja, und zu allen anderen sage ich schönen Muttertag. Muttertag.